Arbeitsblatt, ne? Ja. Bienen als wirklich elementarer Grundbestandteil der Schöpfung müssen eben erhalten werden. Nicht nur die Honigbienen, auch alle anderen Insekten, Wildbienen und so weiter. Aber man merkt da wirklich, inwieweit wir doch davon abhängig sind, dass dieses Gesamtgebilde erhalten bleibt und alle Bestandteile auch vom Menschen geachtet werden, gepflegt werden und wir dadurch auch unsere Welt natürlich erhalten. Ja, also ich selber impere jetzt seit 4 Jahren ungefähr und habe jetzt seit Anfang dieses Schuljahres eine AG, die Bienen-AG. Und ich habe auch eine Stunde im Projektband im Jahrgang 6, die Bienen- und Honigforscher. Ja, und ich versuche den Schülerinnen und Schülern unserer Schule das Thema ein bisschen näher zu bringen. Und jetzt im Moment beginnt gerade die praktische Einheit hier an den Domminen. Sind ja eigentlich alle biologisch gesehen eine. Und da braucht man keine Mittelwände. Ja, und ich würde vorschlagen, jetzt gucken wir mal hier vorne. Warum genau Bienen? Weil wir einfach alles an der Biene zeigen können. Also für mich ist das Faszinierendste überhaupt dieses absolut soziale Gefüge. Die Bienen haben alle unterschiedliche Aufgaben im Bienenvolk. Die Bienen arbeiten alle füreinander, für die Gemeinschaft. Und das ist das, was ich am allerfaszinierendsten finde und was ich auch meinen Schülerinnen und Schülern vermitteln möchte. Dass nicht hier jeder etwas für sich macht, sondern dass wir etwas gemeinsam erarbeiten für die Gemeinschaft, damit das große Ganze funktioniert. Und jetzt die Frage, wer will sie mal einmal in die Hand nehmen, nur dass man so ein Gefühl kriegt, wie schwer die ist. Ne? Ja, und die ist noch nicht richtig voll. Noch ein paar Bienen drauf, dann hast du schon 2,5 Kilo richtig in der Hand. Klar, das muss doch so sein. Möchtest du auch mal? Muss unten so schön drunter fassen, am besten immer so unter die Ecken drunter. Die Bienen sind also deshalb extrem wichtig für die Natur, weil sie für die Befruchtung der Pflanzen einen ganz entscheidenden Beitrag leisten. Und das ist noch fast viel wichtiger als der Honig, den die Bienen uns dann noch sozusagen als Überbleibsel auch noch liefern. Ist das die Kernaufgabe eigentlich der Bienen, der Honigbienen, aber auch viele andere Insekten, dass die für den Naturkreislauf extrem wichtig sind. Stellen wir auch mal einfach so daneben. Da habe ich das große Glück, dass unsere Schülerinnen und Schüler da sehr empfänglich für sind, für diese Thematik. Wie, glaube ich, viele Menschen im Moment auch, die einfach erkennen, dass es einfach darauf ankommt, die Natur und die Schöpfung hier an dieser Stelle zu bewahren, damit wir alle gut miteinander weiterleben können. Ja, das wird natürlich auch. Go ahead.